Hello People! Willkommen zurück zu Let's Play Hyper Mario 3. Und als nächstes werden wir das Level machen. Ohne Musik? Also ich darf mich erinnern, mich. Ja, hier wurden einfach so Bowsers reingeklatscht. Keine Ahnung warum. Und hier kann man nicht mehr nach links. Das ist die zweite Besonderheit hier. Okay, hier scheint nichts Großes zu passieren. So, erstmal so und scheiße, ich kann mir die nicht mehr holen. Die Yoshi-Coin. Okay, was ist hier? Das Teil führt uns einfach hier zurück. Was bringt denn das? Ganz ehrlich, was bringt mir das, wenn ich da einfach so zurückgeschleudert werde? Ja, was ist hier? Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Na, dankeschön. Was ist denn das für ein Blödsinn hier? Ganz im Ernst. Oh, Bowser-Statue ist weg. Gut so, dann kann die nicht mehr nerven. Zack. So. Ach, Mann. Meter. Zack. Und rein mit dir. Hä? Ja, schon wieder. Was soll denn dieser Blödsinn? Also, was ist der Sinn hinter diesem Level? Ich kapiere diesen Sinn nicht. Das ist ein Quatsch-Level, mit dem man einen Spieler verarschen will, oder was? Ne, Leute. Also, welchen Sinn dieses Level hat, das möge man mir bitte mal sagen. Ich habe jedenfalls keinen Bock, immer den gleichen Quatsch zu spielen. So. Das heißt, wenn ich in diese verdammte Tür gegangen bin, nicht nach links. Das muss ich mir merken. Oh, jetzt bin ich nämlich hier. Wehe, jetzt kommt noch so ein komisches Gedöns. Natürlich, danke schön, du Statue. Also, jetzt bin ich wieder hier. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Ich komme wieder zurück. Was passiert, wenn ich in diese Tür mit den roten Blöcken reingehe? Ich komme weiter anscheinend. Gut. Okay, die Bowsers kann man töten. Gut, das ist schon mal eine positive Nachricht. So, rein mit dir. Boah, ich habe 3 abgekriegt. Cool. So. Welcome to the Geisterhaus. So. Okay, Doki. Ach, Menno. Ich will alle Münzen hier haben. So, wenn ich mich hier recht erinnere, gab es in diesem wunderschönen Geisterhaus ein wunderschönes Secret Exit. So, und ich habe von selber alleine herausgefunden, wie das geht mit meiner Intelligenz, weil dazu gab es kein Material auf YouTube. Das einzige Let's Play, glaube ich, was es zu diesem Hack schon gab, da wurde hier das Secret Exit nicht geholt. Deswegen musste ich mein Hirn anstrengen, um das hier selber herauszufinden. So. Meine Intelligenz. Hoffentlich kommt das jetzt nicht arrogant rüber, wenn ich das so sage. So ist das jedenfalls nicht gemeint. So. Ich weiß aber nicht mehr so recht genau, was man hier machen musste. So. Geschafft. Man sieht ja schon, dass es stark an dieses andere Level erinnert, das so ähnlich aufgebaut ist. In Welt 3 hatten wir auch so einen Abschnitt. Da könnte man natürlich sagen, das ist einfallslos. Aber wo muss man jetzt nochmal rein? Ich bin jetzt hier ziemlich raus, was dieses Level angeht. So. Teste jetzt alles einfach mal durch, so zur Sicherheit, nicht, dass ich irgendwas verpasse.
Hier, so, in den ersten vier ist jedenfalls nichts. Bei Nummer 5 ist auch nichts. Also hier haben wir wieder unseren alten Yoshi. Ah, und hier ist genauso wie bei dem alten entsprechenden Level. Ah. So, dann machen wir das so. Ich will meine Feder nämlich behalten. So. Okay, offenbar scheint dieser Raum genauso aufgebaut zu sein wie die anderen dementsprechenden. Okay. Leute. Also, das war dieser Quatsch, wo man einen Pieswitch irgendwie duplizieren musste. Ja, seht ihr, ich habe gar nicht mehr genügend Zeit. Also da muss ich nochmal woanders gucken. Also in einem anderen Versuch, meine ich. So. Hallo P-Switch, komm her. Oh, aber sag bloß nicht, ich kann dieses Duplizieren nicht mehr. So, jetzt habe ich es hingekriegt. Aber die Zeit wird wohl kaum noch ausreichen, vermute ich. So, jetzt sind wir nämlich in einem anderen Raum, seht ihr? Und dieses Prinzip muss man sich hier zunutze machen. Das Prinzip, dass wir in einem anderen Raum sind. Ja. Okay, mit Yoshi schön in den Tod. Time up, juhu. Time up ist lustig. So, und ich würde vorschlagen, bevor ich hier jetzt nochmal in den anderen Raum gehe, werde ich erstmal gucken, was hier so rumlungert. Ja, hier muss man nämlich den Switch drücken. Oder gedrückt haben, um da rein zu können. Dann weiß ich, glaube ich, wieder ziemlich genau, wie dieses komische Level ging. So, komm her. Zack. Gut, jetzt weiß ich wenigstens, was ich machen muss. Ich bin zielstrebig. Leute. Oder warte, erstmal muss ich hier den Quatsch machen. Oh, ausschalten und hoch da. Also, das ist ziemlich einfallslos. Da wird einfach das gleiche Level schon wieder recycelt. Oder der gleiche Levelabschnitt, den wir schon vorher hatten. Neu ist hier nur das Secret Exit, das hier irgendwie reingeklatscht wurde. Ich nehme erstmal einen Pilz. Die Zeit ist hier gar nicht mal... Scheiße! Ich wollte das Teil auch noch gar nicht drücken. Mann. Jetzt dürfen wir den ganzen Shit nochmal machen. Danke. Danke, Spiel. Jetzt sterben wir gleich wieder an Timeout. Mein Gott, das gibt's doch nicht. Warum kriege ich es nicht mehr hin, den B-Switch anständig zu duplizieren? Leute. Ja, vielleicht ist das ja gar nicht so gedacht, dass man einen P-Switch dupliziert. Aber eine andere Möglichkeit, diesen Quatsch zu schaffen, sehe ich jetzt nicht. So. Jetzt! Ja, geschafft, mein Gott. Ich bin jetzt so faul hier, die ganze Kohle aufzusammeln. Ist ja auch irgendwie zu viel Zeit, die dabei flöten geht. So. Hier musste man dann wieder den gleichen Blödsinn machen. Ah ja, und für den Secret Exit kann ich euch ja mal kurz demonstrieren. Musste man hier hoch. Ja. Irgendwann.
Und dann konnte man wieder in einen anderen Raum zurück, wo dann wieder, wo man ja diese komischen Blöcke brauchte, um dann so einen extra Raum zu kommen. Nur so viel zur, das müssen wir schaffen, um den Secret Exit hinzukriegen. Okay, das ist jetzt wieder dieses alte Spielchen. Also, ich wollte gerade sagen, dass wir das Teil drücken und dann reingehen sollen, aber nein, Mario. Ja, jetzt. Nee, Leute, das Level nervt. Was soll da denn überhaupt dieser Midway Point? Der ist ziemlich schwachsinnig. So, dann machen wir eben den Secret Exit zuerst. Mein Gott. Ich glaube, wenn man weiß, wie der geht, ist der sogar einfacher als der Normal Exit. Ach, Mann. Das nervt, Leute, das nervt. Mann. So. Manometer, 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 kann ich da immer wieder nur zu sagen. Scheiße! Warum bist du zu dämlich, diesen verdammten P-Switch zu duplizieren? Mein Gott. Ah. Das. Nee, Leute, das nervt mich jetzt echt. Was soll das? Ach, mein Gott, warum bist du nicht mehr fähig, P-Switches zu duplizieren, frage ich mich. Warum nicht? Warum? Warum verschwendest du meine Zeit, indem du das Level nicht schaffen willst? Ah! Fuck you! Fick dich, du Drecksspiel! Mann! Oh, ich hole mir jetzt noch Power-Ups. So und fertig. Und noch mehr. Ja, wenn ich jetzt schon wieder an diesem verdammten Zeitmangel sterbe... Nur weil der den P-Switch nicht duplizieren kann, dann ist das Anlass zum Ausrasten. Nein, warum denn schon wieder nicht, du dämlicher Klempner? Ich hasse dich, Mario. Du bist doch so überhaupt nichts zu gebrauchen, Mann. Ah. Mein Gott, ich glaube, ich habe das völlig reibungslos hingekriegt bei diesem ersten Mal. Warum kriege ich das denn jetzt nicht mehr hin? Das kann doch nicht sein. Das ist doch pure Verarsche. Natürlich, jetzt. Mein Gott, ich hänge jetzt schon was weiß ich wie viele Minuten in diesem Dreckslevel und habe nichts hingekriegt. Na toll. Ich wollte eigentlich noch was anderes in diesem Part machen. Na gut, dann wird das wohl ein Part mit Überlänge. Hätten wir noch ein anderes Level hinterher dran klatschen müssen, aber na gut. So. So. Komm her. So. So, oder nee, wir nehmen lieber die Blume. Ja, weil das besser ist, wenn die Blume weg ist. So. Also wenn er das diesmal nicht schafft, dann mache ich das offscreen weiter. Dann habe ich keinen Bock mehr. So. Nein! Fick dich, tschüss. So, Leute. Hat jetzt beim ersten Versuch jetzt geklappt. Also eigentlich hätte ich gar nicht ausschalten müssen. So. Manometer war das nervig und ärgerlich und was weiß ich. Muss ich Yoshi mitnehmen? Weiß ich nicht mehr. Ich mach's einfach mal so sicherheitshalber. Mann.
So, hier muss man dann hoch für den Secret Exit. Also gibt's. Hier haben wir natürlich wieder Big Mario Discrimination. So, kannst du mich mal treffen, du dämliche Blase? Hallo, gibt's hier einen Gegner, der mich mal schnell treffen kann? Ja, danke. So. Big Mario Discrimination, natürlich, natürlich. So. Hier gibt's eine Mini-Furztür, durch die man dann eben durch muss. Wie man sich sicherlich schon denken kann. Ah, wir nehmen uns den Pilz mit. Weil hier habe ich keine Big Mario Discrimination gesehen. So, hier war der Secret Exit. So, und der führt uns zu so einem Extra-Level. So, Leute, jetzt kommt der Normal Exit. Da werde ich jetzt nochmal aufscreenen bis zu diesem komischen Bosskampf spielen. Bis dann, Leute. Tschüssi. Hello, people. Hier sind wir wieder. Diesmal werde ich das versuchen. Yes! So muss man das nämlich machen. So kann man diesen bekloppten Geist nämlich nur töten. So, aber das habe ich ja schon mal gezeigt. So, zack, zack, zack. Ich habe auch, glaube ich, schon mal erwähnt, dass es einfallslos ist, das gleiche Level wieder zu recyceln. Aber das hat der Hackersteller ja aus irgendeinem Grund gemacht. Jetzt werden wir so zum Abschluss des Parts noch dieses Level machen. Ja, hier haben wir einen Schlüssel. Ich glaube, man dürfte schon sehen, was das Gimmick des Levels ist. Die Phantos sind wieder da, woohoo! Okay. Ich habe jetzt bewusst den Schlüssel ein bisschen weiter weggeworfen. Natürlich sollte man dann nicht zu weit wegwerfen. Ich glaube, hier müsste auch irgendwann so ein zweites Viech kommen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, nämlich da, da ist es auch schon, das erwähnte zweite Viech. So, ich weiß jetzt aber nicht genau, wie lang das Level ist. Ach Mann. Manometer, ich muss jetzt wieder Power-Ups holen, das ist lustig. Nicht, aber egal. Zack. Und Feder, komm her. So. Komm her. So. Wow, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und jetzt schnapp dir mal das hübsche Schlüsselding. Wow. Ach Gott. Nein. Wer? Wer? Ich bin jetzt hier gefangen. Scheiße. Mann. Das finde ich doch voll unfair. Ich will hier nicht gefangen sein. Wisst ihr was? Ich scheiße jetzt auf die Yoshi-Coins. Ich glaube, damit kann ich mir zumindest einiges an Zeit sparen, indem ich einfach auf diese Yoshi-Coins scheiße. Ja. Okay, warte. Ich glaube, hier kann man sich ganz gut Power-Ups holen, oder? Ja. Das wäre mir nämlich sehr lieb. Ja, da muss ich nicht immer diese dämliche Strecke zurückrennen. So. Das ist meine neue Power-Abholstätte, würde ich jetzt sagen. Gut, aber so einfach gebe ich mich nicht geschlagen. Leute, so einfach mache ich das nicht. Na warte, ich habe ganz vergessen, meinen Wecker wieder anzustellen. Warum
Warum fällt mir das jetzt erst auf? Ach komm. Ach Menno, das nervt langsam hier. Ich will auch nur das Level schaffen. Ist das denn zu viel verlangt hier? So. Jetzt schnappen wir uns den Schlüssel und machen den ganzen Quatsch nochmal. So. Ich will das endlich beenden. Oh, ich glaube, hier sollte man sich... Ja, wow, hier habe ich es aus irgendeinem Grund wieder geschafft, da rauszukommen. Frag mich nicht, wie. Ich habe es einfach irgendwie hingekriegt. Ah, also, das war die Stelle mit dem Schlüssel Nummer 2. Hoffentlich reicht das jetzt rein zeitlich noch. So. Gott. Mann! Okay, das ist gar nicht so einfach. Ich sehe schon. Wobei, Leute, ich glaube, wir könnten Feuerblumen sogar vorteilhafter sein als Federn. Weil Feuerblumen fallen schneller runter. So. Ich glaube, deswegen macht es sogar mehr Sinn, hier ausnahmsweise mehr Feuerblumen sich so zu holen. Versteht ihr, was ich meine? Hol mir hier ab, für dieses eine Level ab jetzt immer Feuerblumen. Denn wenn diese eine Feuerblume da schneller fällt, dann komme ich schneller an mein zweites Power-Up. So einfach ist das. Ah, gut. Hier ist eine Stelle, wo man sich da reinglitschen kann, nervt immer noch. Und warum bin ich jetzt auf einmal so schlecht? Warum bin ich auf einmal so schlecht in diesem Spiel? Ach Mann. Zack. Komm her, Pilz. Und Feuerblumen und... Na, noch mehr Feuerblumen. Okay, rein mit dir. Zack, so. Wow, wie habe ich das denn geschafft? Da irgendwie rum zu cruisen, ohne was zu verlieren. Das war eigentlich ziemlich dumm von mir, das schon mitzunehmen überhaupt. Oh Gott, und jetzt rastet dieses dämliche Phantomviech komplett aus. So, Leute, ich glaube, ich warte erstmal, bis das Drecksviech da vorbeigelaufen ist. Scheiße, wie lange geht dieser Mist denn noch? Ich will das schaffen. Ich will das schaffen, habe ich gesagt. Und wenn ich das schaffen will, dann will ich das schaffen. Ich habe gesagt, ich will das schaffen. Mann! Hör mir auf meine Power-Ups zu klauen, du dämliches Drecksteil. Aber ich werde das schon irgendwann hinkriegen. Irgendwann in ferner Zukunft.
werde ich dieses Level geschafft haben. Irgendwann. Wenn ihr alle tot seid vielleicht. Wer weiß. Naja, aber ich meine, so lange wie es auf den ersten Blick aussah, war das Level wirklich nicht. Ich meine, ich habe es dann irgendwann sogar relativ schnell hingekriegt. Wenn ich meine Erinnerung nicht trügt. So. Ja, aber wie soll ich denn da überhaupt rumkommen, wenn mich diese Viecher von allen Seiten aus einkesseln? Und das ist das Problem hier bei der Sache. Und ich habe jetzt auch keinen Bock, den Schlüssel alle paar Meter wegzuwerfen. Weil sonst komme ich ja mit dieser Energie nicht hin, Leute. Das ist schon relativ clever gelöst vom Hersteller. Das muss man dem lassen. So, komm her. Mann. So, Leute. Ich schaffe das, sagte ich. Wenn ich etwas schaffe, dann schaffe ich das. So. Und ich glaube, ich werde euch jetzt in voller Länge an dieser Prozedur teilhaben lassen. In voller Länge. Damit ihr meine Qualen spürt, die ich bei diesem Level auf mich nehme, um sie euch zeigen zu können. Also um das Level euch zeigen zu können. So. Ach, diese Zombie-Fische sollen jetzt erstmal weg. Oh, fuck you. Ich hasse dich, du dämliches Drecksding. Mein Gott, dieser dämliche Drecksglitch. Ich bin sicherlich schon ein halbes Dutzend Mal wegen dem gestorben. Nur mit einer Feder konnte ich da noch irgendwie raus. Aber ich glaube, ich könnte schon 10 Minuten an diesem verdammten Level hocken. Na gut, vielleicht mache ich ja demnächst doch nochmal einen Cut und zeige euch den Versuch, an dem ich das Level geschafft habe, wer weiß. Bin nur jetzt gerade irgendwie zu faul dazu. Also, mit Power-Up. Ich meine, wenn man einen Schlüssel hat, ist es tatsächlich noch möglich, da rauszukommen. Mann! Diese dämlichen Viecher nerven. Sag mal, gibt es eigentlich Möglichkeiten, die Phantos zu töten? Das würde ich sehr begrüßen. Und dann nerven die nicht mehr rum. Aber ich meine, so lang war das Level doch nicht. Ich habe das irgendwann relativ schnell geschafft. Ich habe das gar nicht so schwierig in Erinnerung. Um ehrlich zu sein. So. Okay, das ist die kritische Stelle, wo man aufpassen muss. Da, wo die Decke beginnt, sich zu wölben. Zack. Ach komm. So, Leute, diesmal sieht das sogar relativ gut aus. Ja, sagte er und verlor gleich ein Power-Up. Nein! Verpisst euch! Ich hasse euch! Ja, das hier war das Ende. Oder auch nicht. Fuck you, nur ein Midway-Point. Also, der zweite Teil des Levels war sowas, aber ich glaube, das war einfacher. Also hier musste man, glaube ich, nur rutschen und dann konnte man diese Koopa-Viecher töten. Oder auch nicht so ganz.
Wow. Ja. Aber immerhin kann ich mir jetzt wieder Federn schnappen. Seht ihr, so schwer und lange war das gar nicht. Ich habe jetzt die erste Hälfte zumindest geschafft, die zweite Hälfte ist dagegen ein Pipi-Klacks. So. Ein Furzi-Pipi-Klacks. Was? Du willst mich doch verarschen. Du willst mich doch verarschen. Wisst ihr was? Das ist der reinste Betrug des Jahrtausends. Man darf sich diesen Midway-Pan also gar nicht nehmen, oder was? Das ist mal ein weiterer dreckiger Level-Design-Fehler. Was soll ich denn jetzt tun, hä? Soll ich den ganzen Part nochmal machen? Ja, Leute, hier seht ihr mal, wie man Level-Design-technische Fehler machen kann. Hier mal ein absolutes Negativbeispiel. Geht gar nicht. So, ich werde dann wohl ausgehen, die erste Hälfte nochmal machen müssen und dann da irgendwie am Anfang des zweiten Raums ein Safe-State setzen müssen, um diese Unfairness zu umgehen. Bis dann, tschüssi. Hello, people. So, ich habe jetzt am Anfang dieses dämlichen Raums ein Safe-State gesetzt. Weil wenn mich das Spiel dazu zwingt, dann kann ich ja nichts anderes machen. Aber dieses verdammte Türsystem, das ist einfach nur ein dämlicher Level-Design-Fehler. Das lässt sich nicht entschuldigen. So, zack. Mann! Okay, nochmal. Ja. Zack, 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 zack. So. Wir schaffen das schon irgendwann noch. Bin da optimistisch, weil ich diesen Raum um so viel einfacher in Erinnerung habe als den anderen. So. Der war sogar in meinen Erinnerungen so einfach, dass ich den gar nicht mehr im Kopf hatte. Den anderen Raum, aber... So einfach, wie ich es mir gedacht hatte, jetzt scheint er wohl doch nicht zu sein. Schade. Ach, Leute, 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 Leute. Zack. Concentration. Concentration is very important hier. Und an dieser verdammten Schlucht sterbe ich irgendwie immer. Warum? Warum immer ausgerechnet hier? Das nervt. This is very nervy. Zum Teil. Oh, aber jetzt kommt bald diese verdammte Stelle. Ich glaube, ich muss das so machen, dass ich auf diesen verdammten Koopa, der genau an der falschen Stelle rumsteht, raufspringen muss und dann da irgendwie einen Schwung nutzen muss, um da rüberzukommen. Anders weiß ich nicht, wie ich diesen Quatsch schaffen soll. Oder ich lasse mich an dieser Stelle einmal treffen, sodass ich meinen Pilz verliere. Geht natürlich auch. Aber das möchte ich nur ungern. Weil es könnte durchaus sein, dass es dass danach irgendwo noch eine Stelle braucht, wo ich den Pilz bräuchte oder sowas. Deswegen mache ich das jetzt nur im absoluten Notfall. Ja, so habe ich mir das gedacht. Dann ist dieser Quatsch endlich vorbei.
habe jetzt langsam keine Lust mehr auf dieses Gerutsche. Hypa! Jetzt ist das endlich vorbei. Oh, und jetzt gibt's ordentlich Leben. Und einen Stern, was auch immer mir der bringen soll. Okay, im nächsten Part machen wir dann hier weiter. Endlich ist das geschafft. Bis dann, tschüssi.